Ich hoffe, wenn ihr das Video seht, ist eure Mannschaft noch im DFB-Pokal. Da soll es den einen oder anderen Verein geben, der sich schon verabschiedet hat. Der ein oder andere Verein hat sich beim Weiterkommen gegen einen unterklassigen Verein auch nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Also wir haben gegen Aalen gewonnen. Und for real, mit Videobeweis, wären wir da einfach ausgeschieden, glaube ich. Das war gar nicht mal so gut. Also wir hätten Elfer gegen uns gekriegt. Und unser erstes Tor war abseits. Aber darüber reden wir nicht, Freunde. Wir sind uns ja einig, ne? Schiedsrichter sind nur dann scheiße, wenn sie gegen einen Verein pfeifen, ne? Ich glaub, da sind wir uns einig, oder? Deshalb sage ich auch die ganze Zeit Videobeweis abschaffen. Weil dann Schalke profitiert. Ne, also jetzt mal for real. Um da ganz kurz reinzugehen. Respekt an allen, die haben gut gespielt. Und ich sage, ne, so ein Spiel ist ja, also es gibt ja immer so eine, wie nennt man das, so eine Story von einem Spiel. Also zum Beispiel, ich bin der festen Überzeugung, dass das erste Tor in einem Spiel, ja okay, wie sage ich den Satz jetzt? Also was heißt, ich bin der Überzeugung, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das erste Tor in einem Spiel immer das Wichtigste eigentlich ist. Weil voll viele Spiele verändern sich von der Dynamik her nach dem ersten Tor. So, wenn so ein Favorit gegen halt einen unterklassigen Verein 1-0 führt, dann ist es halt deutlich einfacher. Weil dann der unterklassige Verein halt nicht mehr sagen kann, ja, okay, wir stellen uns einfach mal hinten rein, versuchen defensiv gut zu stehen und dann gucken wir mal, was wird halt, ne? Also je länger du so 0-0 hältst, wird die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass der unterklassige Verein was reißen kann. Und in Bezug auf Schalke, also das muss man mal schonungslos sagen, also wir haben uns geisteskrank mit Glück beschissen gestern. Wenn das Spiel normal läuft, sage ich so, wie es ist, wenn das Spiel normal läuft, liegen wir zur ersten Halbzeit 0-1 hinten. Weil wir einen Elfmeter gegen uns bekommen. Elfmeter gehen ja zu 75% rein. Und unser Tor darf halt niemals zählen. Also, da sag ich, um jetzt mal ernst zu bleiben, weil ich gerade so ein bisschen Witze darüber gemacht habe, wenn man sich halt in die eine Richtung über Schiedsrichter aufregt, finde ich, da muss man das auch in die andere Richtung machen. Und wir haben gegen Nürnberg den Kürzeren gezogen. Aber dafür haben wir halt gegen Aalen extremst profitiert. Und ja, also. Ich weiß halt nicht, wie nah der Schiedsrichter, also Felix Brüch hat ja gepfiffen, nach langer Zeit wieder, der war ja verletzt. Ich weiß halt nicht, wie nah der da dran stand, aber für mich ist das ein klarer Handelfmeter. Also bei all dem, was bei Elfmetern gepfiffen wird, ich weiß nicht, was eure Meinung ist, ist für mich ein klarer Handelfmeter gewesen. Bei Abseits sage ich halt, das ist ja auch eine Sache, die ich beim Videobeweis immer befürworte. Also so Torlinientechnik und halbautomatische Abseits-Technologie, das finde ich halt geil. Und dann wäre das halt auch berechtigterweise nicht gegeben worden. Das Handspiel war für mich sehr eindeutig. Also, war für mich sehr eindeutig. Stuttgart-Fans auch gebrochen. Bitter, ne? Leverkusen macht das, was sie halt letzte Saison auch die ganze Zeit gemacht haben. In der Nachspielzeit beziehungsweise kurz davor treffen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also, gerade läuft noch Pokal. Da führt aber Hamburg relativ souverän in Meppen. Karlsruhe in Lotte. Dresden gerade mit einer Überraschungsführung. Aber sonst sind, glaube ich, halt wirklich bis auf Hannover und Bochum bis jetzt eigentlich alle Favoriten weitergekommen, hätte ich gesagt, oder? Hier, Digga, ich hab's hier so gejinxt. Ich habe gestern einen Screenshot in meine Story gepostet, wo es bei allen Spielen unentschieden stand. Und es war richtig geil, weil die alle in der Verlängerung waren. Und ich dachte so, ja, nice. Vielleicht gibt's hier zwei, drei geile Überraschungen. Einfach überall noch der Favorit gewonnen. Und Marius Pülter hat ein absolutes Banger-Tor gemacht. Ich glaube, hier stand zwischenzeitlich 1-0 oder 1-1? Ne, sogar relativ früh 1-0. Safe auch geil gewesen sein. Köln erste Runde Verlängerung, vierte Mal in Folge. Ja, Wahnsinn. Ich gerade auch noch ein bisschen reingeguckt. Wie gesagt, also wir hatten richtig Glück mit dem Schiedsrichter. Da noch ganz kurz zum Thema Schalke. Ich fand Wasinski und Felipe Sanchez. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass sie noch ein bisschen Zeit brauchen. Das sah nicht so geil aus. Wasinski und Sanchez. Ansonsten ist einfach Vogelwild. Tobi Mohr ist einfach unser Topscorer, glaube ich, aktuell. Kannst ja auch keinem erzählen. Der spielt halt legit echt gut. Davy Selke gerade ein Tor für den HSV gemacht. Er führt jetzt 3-0 oder was? Ja, okay, gut, dann macht's Hamburg ja wirklich sehr souverän. Hier steht es immer noch 1-0 für Dresden. Es wäre geil, wenn Dresden weiterkommt. Nichts gegen Düsseldorf, aber ich finde so, wenn unterklassige Vereine gewinnen, immer sehr geil. Morgen noch Offenbach gegen Magdeburg, auch geiles Spiel. Ja, dann haben wir hier nochmal den Grund, warum der Supercup so ein bisschen kritisiert wird, ne? Wobei. Wenn mich das nicht täuscht, das ist doch dieses Jahr deutlich früher, oder? Dass die Mannschaften aus dem Supercup ihre erste Pokalrunde spielen. War das nicht die letzten Jahre immer erst einen Monat später oder so? Oder vertue ich mich da? Dann ist das ja sogar halbwegs okay. Letztes Jahr viel später, ne? Ja, okay.
Dann ist das ja schon mal immerhin etwas, womit man arbeiten kann. Letztes Jahr, 27., 28. September, ja, hatte ich nämlich auch so in Erinnerung. Also ich kann es immer noch verstehen, wenn man dann kritisch gegenüber dem Supercup ist, aber das ist ja dann schon mal deutlich besser gelöst als davor die Jahre. Ich bin mal gespannt, ob Werder Bremen mal wieder in der ersten Runde rausfliegt. Machen die ja ganz gerne. Sind die nicht sogar Rekord-Erstrunden-Rausflieger, Werder Bremen? Als überklassige Mannschaft? Ja, ne? Irgendwie so. Und Rostock. Ja, kurzes 1-1 gemacht. Und dann hinten raus noch auf die Fresse bekommen. Ich glaube, bei Rostock läuft es auch gerade gar nicht gut in der dritten Liga, ne? Eine Unentschieden, eine Niederlage. Schwer. Ih, Osnabrück! Fuck, Digga, das ist aber halt auch wirklich jedes Mal, wenn du in die dritte Liga absteigst, das ist immer so scheiße. Ich gucke halt ganz gerne bei. Wie geil, Mauro Salazar. Macher. Ich gucke immer ganz gerne in die Vlogs von Max rein. Real FIFA, wenn den noch einer kennt. Der macht immer Rostock-Vlogs. Da gucke ich ganz gerne mal rein. Aber ja, oh, viele Jugendspieler jetzt in der dritten Liga, ne? Aber das ist halt, Digga, wenn du von der zweiten in die dritte absteigst, ey, kannst gefühlt einen halben Kader austauschen, ne? Das ist halt immer scheiße. Das ist halt immer scheiße. Ja, ansonsten, Köln war halt so viele Chancen gehabt. Elversberg, einmal Oberligisten richtig weg. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Ist Bochum verdient raus gegen Regensburg? Ich brauche mal den Bochum-Einschätzungscall. Ich habe das Spiel leider gar nicht gesehen. Ja, verdient raus. Nürnberg im Elfmeterschießen gegen Saarbrücken. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Die haben ja sogar im Volksparkstadion gespielt, ne? Wie viele Zuschauer waren da? Sieht man doch immer. 50.000! Geil! Das war geil, ey. Das ist ja richtig cool. Erste Pokalrunde für einen Regionalligisten mal vor 50k spielen. Digga, diese Story ist so geil. Bei welchem Spiel war denn das? Scheiße, bei welchem Spiel war das? Das finde ich immer so geil bei erster Pokalrunde, wo ein Typ aus der Regionalliga oder so, der wurde ausgewechselt, weil der noch schnell zur Hochzeit musste. So gut. Schott Mainz gegen Fürth war das. Was hier? Wurde mit dem Heli rausgeflogen. Wer war das von den beiden? Ah ja, hier. Doppelwechsel beim Oberligisten. Bei Portmann war das bereits im Vorfeld abgesprochen, da er als Trauzeuge zu einer Hochzeit muss. So geil. Hey, Jungs, 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 Jungs. Hallo. Ich komme ein bisschen später zur Hochzeit. Ich habe noch was zu tun. Ich muss noch DFB-Pokal. Muss noch DFB-Pokal. muss noch kurz spielen, DFB-Pokal. So geil. Das finde ich halt immer. Ich weiß, wie das bei euch ist. Aber ich feiere auch diesen Tag der Amateure immer krass. Das finde ich immer sehr geil. Habt ihr gestern, der war auch geil, das ist auch eine lustige Story, den Keeper gesehen von Aalen? Bro, er hat auch so Aura gehabt. Ja, Vic heißt der. Hier. Hatte ich auch in meiner Story drin. Digga, der Typ sah einfach legit so aus, als wird er straight aus den 80s kommen und hätte eine Hauptrolle bei Stranger Things. Digga, das Trikot, die Tattoos, die Frisur. Ich schwöre es euch. Er sah aus, das war Aura. Das war absolute Aura. So geil. Richtig, richtig geil. Und jetzt kommt das Beste. Einfach, der hat mir bei Instagram geschrieben, der Keeper. Ich bei Gamer Brother 4 GTA 6 freue mich, dass es dir gefällt. Das ist der Torwart von allen. Macher. Einfach ein Macher. Der hat mir dabei einfach auf die Story geantwortet. Digga, das sind die Geschichten, die erste Pokalrunde schreibt. Richtig lustig. Richtig, richtig lustig, Mann. Was glaubt ihr bei den Spielen morgen? Cottbus gegen Bremen? Ich weiß nicht warum, ne? Ich habe ein bisschen Gefühl Cottbus. Bei Bremen ist halt immer so eine Sache, ne? Chat, ich brauche mal eine Einschätzung. Koblenz gegen Wolfsburg, Offenbach gegen Magdeburg wird ein geiles Duell. Braunschweig gegen Frankfurt, Münster gegen Stuttgart, Jena gegen Leverkusen. Meint ihr, da hat ein Underdog eine Chance? Ich weiß nicht warum, aber Cottbus, schon auch geile Stimmung da. Die werden safe ausverkauftes Haus haben. Da wird's richtig brennen. Und Bremen hat halt historisch Probleme in der ersten Pokalrunde, ne?